Vor langer, langer Zeit war die Erde noch ein Paradies. Die Menschen konnten alles bekommen, wenn sie die magische Kraft des Sagala im Namen des Guten benutzten. Aber die Menschen brachen dieses heilige Prinzip und weckten die Kräfte des Bösen. So wurde der Sagala in viele Teile zerschlagen und die Bruchstücke des zerstörten Steines verloren ihre magische Kraft. Jetzt aber, gerade um die Wende zum dritten Jahrtausend, erwacht die magische Kraft des Sagala wieder. Werden die Kräfte des Bösen wieder die Oberhand gewinnen? Und was werden die Menschen tun? Das letzte Mal ging es wieder ziemlich abenteuerlich zu. Mir stand das Wasser wortwörtlich bis zum Hals. Auf der Suche nach dem Sagala bin ich beinahe ertrunken. Ich wurde todkrank und bekam hohes Fieber. Yarpin verwandelte sich in einen Wiesel und machte sich auf und davon. Im Wald bin ich der Hexe Terranon in die Falle gegangen. Aber auf Yarzer kann ich mich verlassen. Er hat mich gefunden. Auch mit der Hexe ist er spielend fertig geworden. Allerdings hat uns der Schwarze Fürst ausgetrickst und den Sagala an sich genommen. Du kannst das Essen auftragen lassen. Der Koch ist schon unterwegs, Herr. Räum den Tisch ab, beeil dich. Bin schon dabei. Lass los, weg hier, weg. Na, setz dich. Siehst du? Der Stein verleiht Kraft und Weisheit. So viel Macht besitzt nur der Erzpriester Dugao. Der hat einen ähnlichen Stein. Jetzt werden mich alle um Schutz bitten und ich werde Herr über das Königreich. Jetzt wirst du sicher zum König gewählt. Meinst du, sie machen mich zum König? Sieh mal, fehlt dir nicht ein kleines Stück? Hä? Ja, da scheint etwas abgebröckelt zu sein. Erzpriester Dugao, was geschieht jetzt mit meinem Bruder? Sei ganz ruhig, das Wissen der Druiden ist unendlich. Und du bist noch rechtzeitig zu den fünf Brunnen gekommen. Heute und hier verbinde ich mich also mit der Macht des Himmels und dem Sonnenglanz. Mit den Sternenfeldern der Unendlichkeit, mit dem Weiß des Schnees und der Wärme des Feuers. Mit dem Leuchten des Blitzes und der Geschwindigkeit des Windes. Mit der Tiefe des Meeres und den Höhen der Berge. Mit den Grundfesten der Welt und den unerschütterlichen Gesetzen. Dann los, beeil dich! Du hast mich gerufen, Herr. Hast du vielleicht diesen Stein im Wald gesehen? Ja. Den Stein hast du den beiden Jungen gestohlen. Und dieser Stein macht mich zum König und Herrscher der Erde. Ja, dazu bist du geboren. Doch dazu fehlt dir noch das Gegenstück, das der Erzpriester Dugao besitzt. Und du musst das Geheimnis der Prophezeiung kennen. Was besagt die Prophezeiung?
ich habe Hunger. Terranon, mach den Mund auf. Gleich verliere ich meine Geduld, also sprich! Erst will ich etwas zu essen. Hör mal, willst du wirklich Herrscher der Welt sein? Das willst du doch. Erst will ich einen Teller Suppe. Wo ist der Koch? Sie will Suppe. Bisher haben sie uns nicht entdeckt. Wer? Die Wächter des Schwarzen Fürsten. Und was ist das da? Die ganz Herrenhof. Der Typ, der uns den Sagala geklaut hat? Genau. Was für eine Bruchbude. Er soll den Teller voller machen. Voller machen! Hoffentlich schmeckt es dir. Ja, danke. Einiger Furcht, weil er so viel Unrecht begangen hat. Es muss aber trotzdem einen Weg geben. Das hat mir geschmeckt. Aber zu wenig. Sag endlich, wie die Prophezeiung lautet. Die Prophezeiung besagt, dass erst alle zusammengefügten Teile die Weltherrschaft gewährleisten. Erst wenn du den Stein, den du besitzt, mit dem des Priesters verbindest, dann werden sich all deine Wünsche erfüllen. Du wirst mir den fehlenden Teil von Dogao beschaffen. Auf keinen Fall. Er hat mein Kind geheilt und mir das Leben gerettet. Ich werde ihn nicht bestehlen. Gellin! Gellin! Wir stecken dich ins Verlies. Dort hast du genügend Zeit nachzudenken. Entweder dein stinkendes, faules Leben oder ich bekomme den Stein des Erzpriesters. Ah! Ah! Au! Lass mich los! Halt's Maul, Terranon! Komm mit! Sieh mal, ist das nicht unsere Hexe aus dem Wald? Was hat die denn hier verloren? Warum zerren die denn so an der Hexe herum? Die wird was ausgefressen haben. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen nach Japan suchen. Japan, bleib hier! Gellin! Ja, Herr? Hast du die Hexe eingeschlossen? Da kommt sie bestimmt nicht mehr raus. Dann geh jetzt und bring den Stall in Ordnung. Ich werde mich etwas ausruhen. Und wer wird auf euch aufpassen, Herr? Hast du nicht gehört, was ich dir befohlen habe? Was hast du vor? Beeil dich! Kuba, los, schneller! Wieder hin.